Lars muss in die Mitte, weil er gehört nicht zum Kanal. Noch nicht. Really, nigga? Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und ihr könnt jetzt schon sehen, wir sind hier draußen, haben aber keine Fußballsachen an. Das heißt, es kommt was komplett Neues. Und wir werden es einfach mal probieren. Wir wollen sehen, wie das bei euch ankommt. Und zwar werden wir heute ein kleines Spielchen spielen namens Wenn ich du wäre. Genau. Also wenn euch das gefällt, Daumen nach oben, Freunde, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Wir machen das jetzt heute einfach mal so Jux aus Dollerei, ja. Und wenn ihr demnächst daraus eine Challenge haben wollt mit Bestrafung, ja, müsst ihr kommentieren, ja. Wir wollen erstmal wissen, ob es euch überhaupt gefällt. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man uns bestrafen kann oder Ideen habt, wenn ich du wäre, irgendeine krasse Idee, auch kommentieren einfach. Ja. Und ja, Lars ist auch am Start und ich würde sagen, fangen wir an. Wir schauen einfach mal, wie es läuft und dann versuchen wir daraus ein schönes Video für euch zu kreieren. Und natürlich hoffen wir, dass ihr in den Kommentaren aktiv sein werdet. Und also Hauptsache, es gefällt euch. Und hoffentlich haben wir ein bisschen Spaß jetzt hier. Ja, ja, los geht's. Hey Mädchen, ganz ehrlich, wenn ich du wäre, ne, dann würde ich jetzt und zum Tennisplatz hinten gehen und den Leuten einfach mal sagen, was das für ein schlechtes Tennis ist, was sie da spielen, Mann. Ohne Scheiß. Okay, das mache ich. Machst du das? Mach ich. Okay, bis gleich, Bruder. Mach's gut. Da kommt er. Ich guck mir das jetzt mal an. Geh mal ein Stück nach links ein Stück. Du bist nicht im Bild. Geh nach links, geh nach links. Entschuldigung. Nein. Ist ja nicht böse gemeint, ne? Aber das ist das schlechteste Tennis, was ich je gesehen habe. Das ist echt so, oder? Gut, dass wir einer Meinung sind. Wollte ich nur loswerden, ne? Mir geht's wunderbar. Hey Patrick, ja. Ich kenne eine Ampel, ne? Ja. Wenn du drauf drückst, dann wird die immer direkt rot. Da würde ich hingehen an deiner Stelle, also wenn ich du wäre, und da die ganze Zeit drauf drücken und die Autos anhalten. Alter. Versprochen. YOLO. YOLO. Okay. Ja, okay. Okay. YOLO. Okay, YOLO, okay, mach's. Okay, okay. YOLO. Pass auf dich auf, wenn du hier jetzt abhaust. Das fahren Autos, Freunde, ne? Bis gleich. Kommt einer mit dem Hänger. Das sind die aggressiv. Ich bin Tirol. Ich schmeiß mich weg. Nein. Ey, wenn grün wird, direkt nochmal drücken. Ey, der wird noch rot. Der wird noch rot. Drück, 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 drück. Der ist noch rot gefahren. Drück nochmal. Drück nochmal. Meine Güte, ey. Mann, 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 ey, ich hab gedrückt, Mann! Der geht über Rot! Jetzt gehst du über Rot! Guck mal das Auto vor uns. Ich muss mal nicht rechnen. Guck mal das Auto vor uns. Ey, sie stehen im Bild. Ey, bist du über Rot gegangen? Ja! Ja, aber beschweren, wenn einer bei Rot fährt. Oh. Jetzt geh mal auf die Spur und bitte die Schuhe da! Stopp, 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 stopp! Ja, man sieht's auch. Ist das dein Ernst? Ja, bleib da so, bis es grün wird. Ich sag dir, wenn grün wird. Ich sag dir, wenn grün wird. Bleib doch mal, bleib doch mal. Jetzt. Ja, 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 warte, bleib doch mal. Ja. Okay, ruhig. Sieht's nicht. Alter, mach doch nicht aus. Verpiss dich da, sagt sie. Warum? Und bitte die Schuhe. Jetzt grün. Nein, ich kann die Schuhe. Jetzt ist grün. Ich Alter, was mit dem, Mann? Oh mein Gott, ist das geil! Also Lars, wenn ich du wäre, würde ich versuchen, hier auf der Straße ein Auto anzuhalten, ja, und dann dem weisen Rat für den Rest des Abends mitzugeben. Und zwar, genieß das Leben, arme Nackholden. Okay. Machst du? Jo. Okay, alles klar. Bis gleich. Alter, wann kommt denn das nächste Auto, Mann? Der ist schon die ganze Zeit so. Mit der Hand so runter! Ja, ja, ja. Entschuldigung, kann ich Ihnen einen Rat noch mitgeben? Nicht böse gemeint. Sie sollen das Leben genießen.
Aber na komm. Warte, Fahrt laufen. Nimm die Kamera weg. Nein, nein. Der war richtig böse, Mann. Der hat richtig abgefuckt geguckt. Der war richtig abgefuckt. Der hat so, der hat in den Schatten geguckt, als würde er gleich aussteigen und auf die Fresse hauen, Alter. Der hat schon so in den Rückspiegel geguckt, Alter. Ja, Alter. Der guckt so und dann sag ich auch noch so, aber dann komm hin. Ja, Freunde, wie ihr seht, sind wir schon wieder zu Hause. Ja, ist leider was dunkel geworden, deswegen wird das vielleicht nicht so lang das Video, aber wir haben es geschafft, dass wir jeder was gerissen haben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann machen wir es natürlich auch länger und ja, auch dementsprechend öfters und natürlich mit einer Bestrafung, wenn es irgendeinen gibt, der eine gute Idee hat. Und ja, wenn ihr Ideen für andere, wenn ich du wäre, Sachen habe, einfach in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch da lassen, Kommentar da lassen, abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, und wir sind raus. Haut rein. Tschüss.